Danny, run. Danny, run! Let's do this. Okay, wir haben den Schlüssel. Es geht also theoretisch bis Mega Satan. Ha! Wisst ihr, was das Problem ist, wenn man mit Zazzle gespielt hat vorher? Man gewöhnt sich daran, dass man über den meisten Dingen einfach drüber steht. Oder drüber fliegt, je nachdem. Man gewöhnt sich dran. Auch die kurze Range of Fire. Okay. Eine Bombe. Eine Bombe hilft mir nicht weiter. Erstmal den Item Room hier finden. Wow. Box of Spiders. Yay. Eine Bombe. Ein Eternal Heart. Hoffentlich kann ich das mit in die nächste Ebene schleppen. Das wäre schön. Vielleicht hätte ich vorher den Boss versuchen sollen und dann das Eternal Heart einsammeln. Vermein als ersten Boss. Ernsthaft. Ich habe das Gefühl, das Spiel streckt mir gerade sehr, sehr provokativ den Mittelfinger mitten ins Gesicht. Ernsthaft, Vermein, als ersten Boss. Edmund Macmillan hat Bauschutt geraucht. Das ist die Hashtag für diese Episode. Edmund Macmillan hat Bauschutt geraucht. Ich kenne das Shoot-Pattern. Kannst du sein lassen. Oh, Ball of Bandages. Nicht schlecht. Gar nicht mal so übel. Burning Basement. Komm schon. Down. Geht doch. Ich habe zwei Bomben, aber keinen Schlüssel. Das ist ein bisschen ungünstig. Oh, das wird noch viel ungünstiger. Die Gegner sind Feuer und Flamme. Sprichwörtlich. Gut, ein bisschen Geld, immerhin. Oh nö, nicht die Erdpenisse. Nicht die. Nicht schon wieder die Erdpenisse. Wow, ernsthaft. Sein,
Nee, nee, nee. Okay. Das ist... Oh. Ungünstig. Die haben besseres Movement als ich. Ah. Na gut, ich habe den Schlüssel. Ich gehe zurück zum Item Room. Was ist hier? Nur Tod und Zerstörung. Ich hätte es wissen müssen. Ah. Herz, immerhin. Also nicht ganz so viel Tod und Zerstörung, aber jetzt nehme ich mir erstmal das Item mit. Vielleicht wird dann der Raum da unten auch ein bisschen einfacher. Ich sehe noch keinen Tintedrock, aber das muss ja nichts heißen. Ernsthaft, ihr bewacht ein Blatt. So, wunderbar. Genug Kacke mit Tränen zerploppt. Das sind so Sätze, die können nur einen Sinn ergeben, wenn man sieht, wie andere Leute Isaac spielen. Anders funktioniert das nicht. Es ist zu viel Wahnsinn. Zu viel Wahnsinn. The Haunt. Ernsthaft. Ah, der hat ein anderes Pattern beim Schießen. Was geht mit dem verkehrt hier? Kein Brimstone Laser. Blood Clot. Ich habe das Eternal Heart verloren. Ungünstig. Envy. Ah. Den Raum mit Spikes Envy zu bekämpfen, das ist auch ein ganz besonderes Vergnügen, Leute. Das sind so Momente, da wünsche ich mir wieder den kleinen Brimstone Laser zurück. Der Belohnung ist eine Trollbombe ins Gesicht. Danke. Oh no. Ernsthaft? Scheitert der Run an diesen kleinen Kackdingern? Das war knapp. Die Explosion hätte ich fast abbekommen. Hey, Schlüssel. Cool, wo ist der Item Room? Ne, halt. Falsche Richtung. Ich glaube, ich spinne. Klar, genau. Am besten auch noch in die ganzen Spinnenweben reinlatschen. Dann ist das Movement noch langsamer. Ich meine, wenn ich noch langsamer gehe, dann gehe ich rückwärts in dem Spiel. So zum Beispiel.
Na, seht ihr? Ah! Halbes Herz, gut. Dieser Run ist zum Scheitern verurteilt. Vielleicht nicht ganz, aber ihr wisst, wie ich das meine. Wow! 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 What the hell? Ernsthaft spielen. Ernsthaft. Okay. Okay. Alles wird gut. Nicht dieser Run, aber... Das war mal ein kurzer Run. Hey, der Vorteil ist, wenn ihr diesen Run jetzt nachguckt im Nachhinein, es ist kurz, es ist knackig, ihr habt den Tag noch Zeit für andere Dinge, zum Beispiel unsere anderen Videos anzugucken. Ich habe vor ein paar Tagen ein kleines Video zu Stardew Valley gemacht, quasi der spirituelle Nachfolger von Harvest Moon. Ich habe euch Division gezeigt, ich habe es ausgepackt, ich habe das Spiel gespielt, die ersten 50 Minuten oder so. Was habe ich denn sonst noch so gemacht? Irgendwann die Tage kommt wahrscheinlich wieder eine Loot Chest an. Lass mal schauen. Was haben wir denn hier Schönes? Oh. Das ist so. Hier liegt nur ein Buch rum. Ich könnte was vorlesen. Ach du Scheiße. Gott, ich glaube, ich benenne die Episode nach dem Buch, aus dem ich euch jetzt vorlesen werde. Es ist von Georg Büchner, es ist Wojciech. Alle, die irgendwie in der Schule das Ding lesen mussten, an dieser Stelle mein herzlichstes Beileid. Ich frage mich, was damals tatsächlich so alles als Buch durchgehen konnte. Hier so ein kleines Reklambuch, hier Georg Büchner, Wojciech Studienausgabe mit jeder Menge Anmerkungen und Bullshit. Was haben wir hier? Was für ein Scheiß, Buch, ey. Was für ein Scheiß. Nein, das tue ich euch nicht an. Wojciech tue ich euch nicht an. Nicht einmal in einer so kurzen Episode von Isaac. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich guck mal, ob ich was draus vortrage. Aus Wojciech. Damit wir die kurzen Let's Play-Videos noch mit ein bisschen Inhalt füllen. Mit ein bisschen... Ah, wie soll ich sagen? Bildung, bisschen Kultur. Auch wenn es so ein Kackbuch wie Wojciech ist. Gott, ist das schlimm. Dann lieber wie der Faust. Das ist quasi Werther 2.0. Für alle diejenigen, die deutsche Leistungskurs hatten, die wissen ungefähr, was ich meine. Ja, ich bin raus. Gut, weniger Bullshit, mehr Inhalt, vielleicht ab dem nächsten Isaac Let's Play. In dieser Hinsicht, bis zum nächsten Mal. Freut mich. Euch hoffentlich auch. Ciao.